Was ist mit dem Schiff passiert, das hier Schiff Borealiten hat? Niemand lebt noch, der könnte erzählen davon. Zeitalter in der sind vergangen und die toten Ruhen. Geschichten enthalten keine wirklichen Wahrheiten. Sie sind nur Symbole. Wir waren gefangen, dann wurden wir befreit. Andere kämpfen, doch wir leben und werden stärker. Alles Weitere liegt in der Zukunft. Ihr habt eine inhaltsreiche Geschichte, selbst wenn sie nur kurz ist. Es hat mir Spaß gemacht, euch zuzuhören. Und mir das erzählen. Vielleicht es gibt eine letzte Aufgabe, um die ich euch bitten sollte. Seid ihr gewillt? Ja, gnädige Frau, was immer ihr bereit, was wünscht ihr? Nur kleine Sache, kleiner als letzte. Ich brauche ein paar einfache Blumen direkt hinter der Mauer. Sie nur wachsen an einigen Stellen und ich finde sonderbar bezaubernd wie ein paar andere Dinge. Würdet ihr mir bringen, ein oder zwei? Ich benötige sie für etwas Bestimmtes. Wir werden so schnell wie möglich zurückkommen. Bitte tut das, ich werde hier sein. Ja, Blumen für Delani. Die Dorfbewohner stammen vom weit aus dem Westen und wurden... Achso. Okay, Blumen für Delani. Das sind die Tollkirschen. Oder Delaney. Ich habe mich bereit geklärt, ein paar Blumen für Delaney zu pflücken. Arbeit kann man das ja kaum nennen. Die hätte ich hier vielleicht sowieso mitgebracht. Ich habe den Eindruck, dass mir die Frau immer mehr ans Herz wächst. Es macht ihr auch nichts aus, dass ich ein Außenseiter bin. Sie möchte Blumen haben, die außerhalb der Mauer wachsen. Also werde ich mich da mal umsehen. Mysteriöse Insel. Die Dorfbewohner sprechen immer von dazugehören. Offensichtlich gehören Außenseiter nicht dazu. Jedenfalls nicht so lange, wie sie nicht irgendeine Art von Ritual bestehen. Einer der Entdecker hieß Balduran. Er versenkte lieber sein eigenes Schiff, statt ihm zu erlauben, seine Reise fortzusetzen. Offenbar weiß keiner der heutigen Dorfbewohner so genau, was aus dem Schiff geschah, das sie hierher gebracht hat. Sie wissen nur, dass sie gefangen waren und jetzt frei sind. Die Dorfbewohner stammen von weit her aus dem Westen und wurden von den Entdeckern hierher gebracht. Ihre Leute sollen angeblich ausgesetzt werden, doch sie wehrten sich und den Überlebenden gelang es, sich hier ein Zuhause aufzubauen. Ja, geben wir ihr jetzt die Blumen. Habt ihr mir gebracht, die Blumen, um die ich euch bat? Ich warte schon sehnsüchtig auf sie. Wie werdet ihr mich belohnen, schöne Frau? Eine Belohnung? Ja, da hatte ich an was gedacht. Diese Blumen sind für euch, wenn ihr sie nur wachsen an einigen Stellen. Ebenso wie Freundschaft und vieles mehr. Eure Belohnung, ein Kuss und meine Zuneigung. Ich fühle mich außerordentlich geschmeichelt, nee, Frau. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Sagt nichts und macht mich bald auf den Weg. Ich muss hierbleiben, gleichgültig, was ich fühle. Ihr seid Außenstehender, ihr gehört nicht zu uns. Ihr auch würdet nicht dazugehören wollen, das weiß ich. Ihr wisst es auch. Wenn ihr wünscht, dass ich gehe, werde ich gehen. Ich habe mich gerne mit euch unterhalten, Delaney. Bitte vergesst nicht, dass nicht alle Außenstehenden zu fürchten sind. Einige so offen, so hoffe ich, sind sogar recht charmant. Ihr wisst gut zu schmeicheln mit Worten. Vielleicht ein anderes Mal. Nein, ein anderes Mal. Wäre die Dinge die gleichen. Geht, begleitet von meinen Gedanken und lasst es euch gut gehen. Als ich Delaney mit einem Lächeln die Blumen überreichte, wurde ich mit einem Kuss belohnt. Trotz ihrer Zuneigung zu mir war sie verblüfft, als ich sie bat, mit mir vorzugehen. Nicht so sehr, weil ich gefragt habe, sondern eher, weil sie es erwogen hat. Wir kommen immer aus unterschiedlichen Welten, wie man so schön sagt. Sie wird mit mir eine Freundin unter Fremden bleiben. Mhm. So. Hatte Jorin noch was für uns? Ich danke euch, dass ihr heiligt habt, unsere Feinde wie in eurer Schuld stehen. Mhm. So, Ewald. Es ist, wie ich befürchtete. Danke, dass ihr zurückgebracht habt seinen Leichnam, ich in eurer Schuld, Freunde. Ja, Ewalds vermisster Bruder. Ich hatte die unangenehme Aufgabe, Ewald von Turm seines Bruders zu erzählen. Wir haben zwar die Leiche geborgen, aber mehr konnten wir nicht tun. Du stinkst. Danke für meine Puppe. Ich bin so glücklich, dass du sie hast gefunden. Ich möchte einfach umarmen, dich und drücken. Und auf bald. Partings Puppe bringt mehr Erfahrung als der Leichnam. Parting war sehr erfreut über die Rückkehr ihrer Puppe.
So, hatten wir für den hier drin hier auch was? Ihr braucht nur zu fragen. Ja, Kumpel? Seid stolz, ihr Jungen. Ihr habt klar einen großen Dienst erwiesen. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. So, das heißt, ich muss nur das Kind abgeben. Und da sind wir so gut wie fertig mit Baldurans Insel. Ich kenne euch. Mein Sohn, ich dich vermisst habe. Danke, meine Freunde, ich will immer stehen in eurer Schuld. Ja, 4000. Die junge Mali hat ihr Kind zurück und ich eine neue Freundin geworden. Hoffentlich werden sie in Zukunft etwas vorsichtiger sein. Naja gut, wir haben ja auch die Bestien besiegt. Ihr braucht nur zu fragen. Ja? Ihr nicht gehören dazu. Ich kriege hier Außenstehende. Ja, ja. Dies sei unser Zuhause. Wart ihr erfolgreich? Sind die Bestien vor euch gefallen? Das sind sie und unser Weg ist jetzt frei. Wir können entkommen, sobald ihr uns zeigt, wo euer neues Schiff ist. Dann ihr seid wahrhaftig würdig. Keine Gedanken mehr an Kampf oder Flucht. Von jetzt an, ihr werdet zu uns gehören. Hört die Geschichte und schließt euch unseren demütigen Gemeinschaft an. Sie nicht wollten so werden wie wir. Sie bekämpften die Mütter unserer Großmütter, ohne sich zu machen Gedanken und ließen nicht mit sich reden. Baldoran führte sie an und aufgrund seiner Führung, es gab zahlreiche Tote auf beiden Seiten. Ich weiß nicht, was ist aus ihm geworden, nur dass er viele hat umgebracht. Die Vorfahren überließen ihn daher seinem Schicksal auf dem sinkenden Schiff. Er wollte nicht dazugehören und jetzt bitten wir auch nicht mehr darum. Bei uns, ihr werdet leben in Frieden, da wir unseren Rettern kein Übel wünschen. Ihr uns dabei helfen werdet, diesen Ort zu verlassen. Seht ihr diese einfachen Leute dort? Sie sind nun euresgleichen. Seht in ihre lächelnden Gesichter, nehmt ihre Hände und lernt den Frieden. Lernt kennen den Frieden. Wir können in euch fühlen, dass die Bestien haben unwissentlich gegeben euch die Gabe und ihr nun könnt dazugehören. Unser Schicksal nun ist auch euer Schicksal und über die Zeit werdet ihr sein wie wir, nicht wie die Bestien. Wir werden euch formen und führen und denn wir sind unsere eigenen Herren. Wir sind erst Mensch, dann Tier, aber noch mehr als beide zusammen. Es gehört jetzt dazu, ihr nicht schlecht und in Kürze, ihr werdet fühlen wie wir. Für eine kurze Zeit, es mag etwas labil sein, ihr werdet vielleicht haben Schmerzen, doch ihr werdet leben und wir werden reisen mit euren Karten und eurem Schiff zu neuen Wäldern und Ebenen. Ich werde aufbewahren die Seekarten, die ihr mir geben werdet. Wir heißen in der Wolfsfamilie willkommen, der Familie, zu der ihr nun gehört. Die Bestien, die ihr habt getötet, waren Tiere und böse, doch wir sind anständige Lykanthropen und halten einen edlen Frieden. Was habt ihr getan? Ich werde euch bis zum Tod bekämpfen. Ich werde niemals dazugehören. Ihr habt uns mit Lykantropie angesteppt. Ihr seid zutiefst versorgen. Das hört sich nicht schlecht an, denke ich. Wir haben die Erlaubnis, herumzulaufen? Ich sage nein, Kai Shaskan und andere mit mir. Hütet eure Zunge, Teilas. Wovon sprecht ihr? Diese Bastarde nicht sind willkommen, sind wir von reinem Blut seit langer Zeit. Dieses Vieh nicht wie wir. Wer nicht zu uns gehört, sollte werden getötet. Sie nur verwässern unsere Art. Das werden unsere Retter, Teilas, und du sie bedrohen? Wo ist geblieben dein Verstand? Mein Gespür ist richtig. Ich spüre ihren Schmutz, ihr anders sein. Wir sind rein und bleiben rein. Niemand wird sie lassen am Leben. Ich habe erzählt im Dorf von ihrem Hass und den Dingen, die ihr Volk uns antut. Unsere Leute mir geglaubt haben, diese Bastarde werden nicht fortkommen lebend von ihr. Doch wir werden mit Schiffen und Karten. Ihr wendet euch gegen jene, die bedeuten Rettung? Was für Narren ihr seid. Benno, ich spreche euch frei, für was ihr tun müsst. Ich muss an mich nehmen eure Seekarte. Ich kann nicht zulassen, dass sie werden beschädigt im bevorstehenden Kampf. Verteidigt euch vor dem, was kommt. Später, ich werde entscheiden, was mit der Gabe geschehen soll. Ah!
So, der hat nur 420 Erfahrung gebracht. Hat das jetzt die mysteriöse Insel geupgradet? Updated? Werwölfe. Sie stammen von der Mannschaft vom anderen Schiff ab, aber sie sind alle Werwölfe. Deswegen wurde das Schiff auch versenkt. Sie haben uns als Geschenk mit Lykantropie angesteckt, damit wir zu ihnen gehören. Wir hätten die Dinge bestimmt anders lösen können, aber ein paar Dorfbewohner wollen es nicht anders. Jetzt müssen wir uns den Weg durch sie hindurchkämpfen und sehen, dass wir hier wegkommen. Mhm. Also ja, das sind auch nur Werwölfe, keine Wolfwehre mehr. Deswegen geben die auch weniger Erfahrungspunkte. Marley, meine heldenhaften Freunde, was hier geschieht, tut mir tut leid. Ich fürchte, wir werden angeführt von einer mit bösem Herzen. In großer Hütte nordwestlich von hier, es gibt eine Geheimtür, die in unser unterirdisches Gefilde führt. Von dort aus werdet ihr finden einen Ausgang zum Schiff. Vielen Dank, Marali. Das ist nicht der richtige Ort für uns. Eure Heimat ist nichts für mein Volk. Nehmt das Schiff und zieht von dann. Jetzt, wo die Bösen sind tot, wir werden auf unserer Insel haben ein gutes Auskommen. Lebt wohl. Wenn Peladan groß ist, er wird alles über euren Mut erfahren. Marali hat mir von einem Geheimweg erzählt, der von der Insel führt. In der großen nordwestlichen Hütte gibt es eine versteckte Tür, die zu ihren unterirdischen Gefilden führt. Und dort aus gibt es offenbar einen Ausgang, der zu einem Schiff führt, das sie gebaut haben. Mhm. Lasst sie uns ordentlich verdächtigen. Nordwestliche Hütte ist die hier. Dieser Zwerg kommt. Lasst sie uns ordentlich verdächtigen. Worum geht es diesem? Okay, Nera hat ein Level up, aber erstmal wollen wir noch mehr Werwölfe, die einfach. Abenteuer, müsst ihr sie noch verlassen. Dies ist die Brut der Verdammten, die uns vor so vielen Jahren gemordet haben. Sie haben sich in zwei Parteien aufgespalten. Die Dunklen leben auf dem Schiff und die Hellen haben dieses Dorf errichtet. Sie bauten ein Schiff. Wenn ihr euch beeilt, könnt ihr entkommen. Wo ist dieses Schiff? Das Schiff liegt im Osten auf der anderen Seite der Berge. Ich habe ein Höhlensystem entdeckt, was fast ein Labyrinth, in dem die Wolfmonster hausen. Es gibt diese Hütte, in dieser Hütte eine Geheimtür. Durch die Höhlen gelangt ihr zum Schiff. Aber ich warne euch, der Weg ist mit Gefahren übersät. Geht gen Osten durch die Höhlen. Hoffentlich findet ihr dann den Ausgang. Die Frau des Anführers ist bereits auf meinem Schiff. Beeilt euch und seid bedankt für meine Freiheit. Ich wollte, ich hätte die Macht, euch bei der Flucht zu helfen. Na, wer weiß, vielleicht treffen wir uns eines Tages irgendwo wieder. Und dann werde ich mich für euch Hilfe erkenntlich zeigen. So wie ihr wünscht. So, ich hoffe, da drin sind jetzt nicht noch mehr Werwölfe. Nee. Ihr braucht nur zu fragen. So, jetzt kommen wir hier runter. Wenn alle da sind. Gut. Wie bedauerlich, dass euer Leben nur so kurz war. Doch ist niemand gestorben, Mikonia. Ihr habt geläutet. So, Nera Stufenaufstieg.
4 Trefferpunkte und Zauber des 5. Grades. Schön. Oh. Todeswolken und Beherrschung. Wir brauchen mehr Zauber des 5. Grades. So, aber jetzt brauchen wir erstmal ein Save, ein richtiges. Das wäre Let's Play 31. So, und dann gibt es hier erstmal einen Cut. Also, bis gleich.